Hi ihr Lieben, ich habe wieder ein neues Video und zwar diesmal eine Post von der lieben Melli. Melli, du bist echt bekloppt, sorry, muss ich jetzt mal so sagen. Man kann es nicht richtig erkennen, aber schaut mal, wie groß dieses Paket ist. Ich musste das neben mir hier auf dem Hocker stellen, damit man das, ich weiß gar nicht, wo ich das jetzt hätte hinpacken sollen. Ja, wir schauen mal zusammen rein. Ich werde die Kamera jetzt erstmal auf die Halterung machen und wir gucken mal, was Melli alles aussortiert, mir eingepackt und ja, an mich gedacht hat. Und sehen uns gleich wieder. Bis gleich. So, ihr Lieben, ihr seid jetzt auf der Halterung und jetzt gucken wir mal hinein. Ich habe grob schon mal durchgewühlt. Also nur mal so, ne, so angehoben und geguckt, oh Gott, was ist denn da alles? Und ich habe auch schon die Twin Maker gefunden, aber ich glaube, das mache ich, weiß ich noch nicht, ob ich das in der extra Video mache, weil die habe ich schon rausgesucht. So, aber den Rest habe ich mir noch nicht intensiv angeschaut und ich ziehe das jetzt einfach, ich weiß nicht, wie ich es nämlich machen soll, ist ja ein Riesenpaket, bin ich auch ein bisschen überfordert, Melli. Ich ziehe das jetzt einfach nacheinander raus, was mir in die Hände fällt und wir schauen uns an, was du eingepackt hast. Also vorab, du bist verrückt, wirklich. So, wir haben als erstes einen Stickerbogen, ich glaube, der ist nämlich von Action, oder der ist vom Action. Die habe ich, glaube mal in irgendwelchen Hauls gesehen. Das ist schon ein bisschen länger her und habe den selber aber nicht. Aber ich finde den sehr, sehr schön mit diesem Süßkram hier. Ja, sehr, sehr toll. Und auf der Rückseite sind auch noch mal so, der Teddy ist so niedlich, also der Bär. Oh, guckt mal hier unten ein Schweinchen. Oh ja. Ja, dann muss ich den Blech hier irgendwo hinlegen, dass ich das oder das Schwein ausschneide. Aus dem Bogen, damit ich das nämlich mit verbasteln kann. Da habe ich doch schon die perfekte für das 1, 2, 3, da habe ich doch das perfekte das Motiv. Ich kann nicht reden. Da habe ich doch schon das perfekte Motiv für die Geburtstagskarte meines Sohns. So rum. Meine Güte. Ja, richtig cool, die Sticker. Das sind so Papiersticker. Ja, ich weiß sowieso nicht, wo ich das überall hinpacken soll. Ich muss erstmal einen Schluck trinken. Ich weiß nicht, wie lange das Video gehen wird, oder? Ja, aber ich lasse mich auch nicht hetzen. Es werden mehrere Teile, denke ich mal. So, dann haben wir hier so ein Bastelband. Hier so eine, ihr seht es ja, so eine, wie heißen die Pompons, ne? So ein, ja, da kann man schön Kisten mit verzieren. Und das habe ich auch. In Blau, glaube ich, gab es das, in Rot und in Rosa. Richtig cool, danke, Melli. Ja, kann man nie genug haben, ne? Kann man ja auch auf dem Pocketletter machen. Oder auch als, ja, so ein Geschenkband mit dran, so als Gebamse. Ja, hier klebt noch irgendwie ein verlassener Aufkleber, den kann man sich auch noch abmachen mit drauf. Vielen lieben Dank, liebe Melli. Dann haben wir hier Stempel und zwar. Ich glaube, das sind so Kuchenstempel oder so Keksestempel, oder? Naja, muss man nicht nehmen. Man kann das auch für normale. Was steht denn da drauf? Ei. Ei, Moment, ich muss das mal kurz näher ranholen. Oh, ich kann das nicht erkennen. Ei, Herz. Keine Ahnung, das Wort hier. Und dann so ein Anker. Und hier sind lauter Sterne. Der ist cool. Und hier kann ich nicht lesen, was das sein soll. Aber wahrscheinlich muss ich mal stempeln, damit ich es erkenne. Hier kann man, glaube ich, was Kleines reinschreiben. Ich vermute jetzt einfach mal, dass das wie so Keksstempel sind für so Kekse, oder? Bin ich falsch? Da gibt es doch auch für zum Backen sowas. Ja. Aber lässt sich was mit anfangen, vor allen Dingen mit den Sternen hier? Vielen, vielen lieben Dank, Melli. Ja, dass du das alles aussortierst, verstehe ich gar nicht. So, dann haben wir hier dieses Kloss. Das gibt es ja auch beim Action. Das hat mir die liebe Swantje ja auch mal besorgt. Ja, da kann man halt alles Mögliche mit, ne, versiegeln und das trocknet dann halt auch transparent auf. Auf, aus, auf. Trocknet transparent. Aus. Oh Mann. Ja, irgendwie so, ne? Ihr seht's. Ihr kennt es bestimmt selber. So, dann haben wir hier einen cool, einen Bilderrahmen. Oh, das ist schön hier. Ich glaube, das ist auch so Teddy oder ja, steht nicht drauf, aber könnte sein. Oh, das ist cool hier mit diesen ja, mit diesen Verzierungen hier. Es gefällt mir. Sehr, sehr cool. Da mache ich ja immer meine Deko den Bilderrahmen, wisst ihr ja. Kann ich sehr gut gebrauchen. Danke, Melli. Dann haben wir hier einen Stift.
Dicker Bogen mit Fischen. Ja, die kann man so cool ausmalen. Den habe ich nämlich auch. Ich weiß nicht, ob es derselbe ist oder ob es da mehrere gab. Aber man kann dann die Fische schön ausmalen. Habe ich aber noch nicht gemacht. Muss ich mal testen, wie das geht. Aber mit den Twinmakern müsste das ja kein Problem sein, denke ich. Ich weiß es nicht. Muss ich mal testen. Hat jemand die schon mal ausgemalt und hat. Ja, das ist ja wie. Hier ist ja ein kleiner Schlitz, glaube ich. Ja, da haben die wahrscheinlich. Das habe ich auch öfter. Da muss man aufpassen. Wenn die Verkäuferinnen den Karton aufschneiden, schneiden die teilweise die Sachen mit ein, ne? Und der Fisch hat jetzt hier nichts abbekommen, aber die Verpackung hier. Naja, es ist eine matte Folie. Ich vermute mal, dass da auch die Twinmaker gehen. Vielleicht hat es mal schon jemand gemacht und kann mir das sagen. Aber Fische gehen immer, Melli, weiß der, ich und Meereskram. Dann haben wir hier so Strasssteinchen, so bordürenmäßig sind die. Die sind so zusammen in Silber. Ja, kann man immer gebrauchen. Braucht man auch sehr viele für Pocket Letter. Ach, und das Ganze haben wir zweimal. Hier ist noch eine. Eine silberne Strasssteinchen-Verpackung. Dann haben wir hier. Oh, was ist das denn? Einen Tuschkasten. Ah, was? Wasserfarben, die so Perl, also so Perlmuttfarben sind. Echt cool. Wo gibt es das denn? Ah, ich weiß nicht, ob man es ein bisschen erkennen kann. Das schimmert wirklich so ein bisschen. Na, das ist ja mal eine interessante Idee. Das wusste ich gar nicht, dass es das gibt. Oh, das muss ich ausprobieren. Das ist ja cool. Wo gab es denn das? Habe ich ja noch nie gesehen. Sehr, sehr cool. Werde ich ausprobieren. Gerade so für Stempel ausmalen. Das ist doch perfekt. So, dann haben wir hier einen. Ach, da ist der Bogen, wo der Sticker eben da dran war, ne? Der ist hier abgegangen. Ich glaube, den habe ich noch nicht hier. Ich weiß, dass die vom Zimmermann waren, weil ich ähnliche habe. Und ich kenne ja so die Sticker mittlerweile, wo die ungefähr her sind. Und ich glaube, das war ein Stickerbogen von Zeman, aber den habe ich selber nicht. Ich habe nur die anderen, da gab es noch, was weiß ich, Dschungel und irgendwie so, ne? Sehr, sehr cool. Ist auch schön für das Kreativbuch, finde ich, oder für die Kreativseiten kann man das gut verwenden. So, dann habe ich hier die Blumen. Die Metallic Flowers, die habe ich mir auch mal geholt, aber da gab es ja auch verschiedene Farben. Ich weiß nicht, ob ich jetzt lila habe oder rosa oder ob ich mir blau geholt habe. Mal einen Schluck trinken. Oh. Ich habe einen trockenen Hals heute. Sehr, sehr cool. Ja, die kann man dann nun für alles benutzen, ne? Ob man Deko denn macht, ob man was einpackt, ob man was verzieren möchte, ob man ein Goodie Bag bastelt. Die sind einfach für alles zu verwenden. Also die sind super. Ich liebe ja so Blumen, so Papierblumen und sowas alles. Uiuiui. Oh, ich sehe hier Einhörner. Sticker. Ja, Sticker. Oh, hier sind mehrere. Einmal hier mit diesen. Ah, warte mal, hier ist so eine. Sind das Sticker? Hier ist eine Folie drauf. Was ist das? Das klebt. Das könnten irgendwelche Transfers sein. Hier solche Rubbel. Oder? Ja, weil anders kann man die ja gar nicht abmachen. Das sind so Frohbildbildchen, so Transfer-Sticker quasi. Richtig toll hier mit diesem Schmetterling, der funkelt auch schön. Kann man leider nicht so gut sehen, oder? Ja, der glitzert so ein bisschen pink. Ah, das sieht man jetzt nicht. So, dann gibt's. Dann hat sie mir hier. Ja, sorry, Melli, ich hab's mit dem Reden heute nicht. Habe ich eigentlich nie, ne? So, dann hier diese Herzen. Das ist so ein Rot. Ton Kupfer Mix, was weiß ich. Eine schöne Farbe, so ein Zwischending zwischen Rot und Kupfer. Sehen auch sehr hübsch aus. Ja, ich glaube, das sind so Transfers. Ich glaube, dass die Transfers genannt werden. So, dann schaut mal hier. Den kenne ich ja gar nicht. Den gab es wohl mal beim Teddy, wie ich das hier sehe. Ja, Teddy, ich kenne den gar nicht. Den habe ich auch noch nicht. Oh, das ist ja niedlich mit den Einhörnern hier. Da sieht man wieder mal, wie unterschiedlich das Sortiment wieder ist. Ich muss euch mal ein bisschen weiter hoch machen. Ich glaube, ihr seht. Ah, so ist doch besser, Mensch. Ja, der sieht ja echt cool aus. Ja, vielen lieben Dank, Melli. Ja, den kannte ich noch gar nicht. Dann haben wir hier nochmal so eine Ausmalsticker mit so Schmetterlingen. Die Fische habe ich, aber ich glaube, die Schmetterlinge hier habe ich nicht.
Aber ich kann auch sein, dass ich es schon wieder vergessen habe. Ich habe keinen Überblick mehr. Ich habe so viele Sticker. Ne? Aber ich glaube, dass ich sie nicht habe. Und wenn, ist es auch egal, weil alles, was man doppelt und dreifach hat, ne, kann man wenigstens mal verwenden. Sehr, sehr cool. Werde ich gleich demnächst ausprobieren jetzt hier. Ich nehme immer alles vor, dann mache ich nämlich nicht. Mit den Ausmalen. Ja, die sind richtig cool. Das sind hier die vom Action, diese Sterne und Kreise. Die nehme ich gerne für, ja, wie heißen sie? Candy Cards. Ja, da nehme ich die gerne. Ich habe mir die auch in Schwarz geholt. Jetzt habe ich auch Gold, ne? Total cool. Jetzt kommt was Größeres. Das, keine Ahnung, sieht aus wie eine Verpackung. Ah, das ist eine Verpackung von Disney. Bestimmt auch von Action. Das sieht aus, wenn das vom Action ist. Und hier seht ihr, was da drin ist. Einmal Schneewittchen. Ach, hier oben kann man dann auch noch wie so eine Art Candy Card draufkleben, ne? Da müsste aber doch dieses Ding hier drauf, ne? Oder ist das mit Absicht so gemacht? Ah, keine Ahnung, ist ja auch völlig wurscht. Das sind drei Packungen. Die habe ich auch noch nicht gesehen, die kenne ich nicht. Da kann man Geschenkverpackungen, also man kann jetzt was basteln und das dann, ne, verpacken. Ah, cool, die sind auch schön groß, ne? Forever Princess, sehr cool. Danke, liebe Melli. So, jetzt greife ich wieder hier rein, ihr wisst ja. Und dann muss ich auch mal ein bisschen aufräumen zwischendurch. Was haben wir hier? Ein 3D. Ach, das ist so ein 3D-Heft. So mit so 3D-Bildern, mit Meereszeugs. Ah, schön. Ah, das ist cool. So unter Wasser, Meereszeug. Ah, das ist schön. Sehr, sehr cool. Das gefällt mir, das Motiv hier mit den Seepferd. Aha, und dann kann man das so schichtenweise, hier seht ihr das ein bisschen. Das ist so 3D-Pyramiden nennt sich das. Kenne ich auch noch nicht. Ich kenne zwar 3D-Blätter, ne? Aber dass man das dann hier so, ja, pyramidenmäßig gestalten kann, das wusste ich jetzt noch nicht. Sehr cool, Melli. Dankeschön. Dann hat sie mir hier eingepackt, diese Magnete. Die sind auch süß hier, mit dem Eis und diesem Einhorn hier. Ja, die habe ich mal gehabt, aber habe sie nicht mehr. Die hatte ich so an Goodie Bag so mit dran gemacht oder im Pocket Letter hinten rein, weil die sind ja schön flach. Jetzt habe ich auch wieder welche. Sehr, sehr cool, danke. Oh, hier sind wieder Ausmalsticker. Und die habe ich definitiv noch nicht, weil die habe ich noch nie gesehen. Ja, die wären auch was für meinen Sohn hier. So Tiere, ne? Das mag er. Vielleicht gebe ich sie ihm auch, weil ich habe ja nun genügend. Ja, auch wieder von Zehmann. Mal sehen, ob er sie möchte. Und die meinte ich vorhin, das sind auch von Zehmann die Sticker gewesen. Da gab es dann so Dschungelkram und hier dieses hier Urlaubsfeeling quasi. Fand ich den Papagei immer so toll. Ich glaube, ich habe den Bogen zweimal gekauft damals und habe auch schon einige so verbraucht, aber den Papageien habe, die zwei Papageien habe ich da doch irgendwie drauf gelassen. Und die Melone, glaube ich, wollte ich auch nicht verbrauchen. Total blöd, aber ja, das waren dann so die Sticker, wo ich gedacht habe, ah, nee, die für was Besonderes. Und die anderen habe ich aber schon verwendet. Sehr, sehr cool, das habe ich den auch nochmal. Die gibt es nämlich nicht mehr. Jedenfalls bei uns nicht. So, dann haben wir hier. Ah, cool. Tex von Disney. Da habe ich auch welche, die sind nämlich vom Action. Und ich habe, glaube, Prinzessinnen Anna und Elsa und eine andere Mickey Mouse oder so. Mit Minnie irgendwas zusammen. Die hier habe ich nicht. Aber die sehen sehr, sehr hübsch aus. Schaut mal hier, wie er hier läuft. Oder hier winkt er. Das sieht so ein bisschen aus wie die alte Mickey Mouse. Also da gibt es ja noch diese alte, ne? Die erste Mickey Mouse. So ein bisschen. Ja, und die sind auch wieder so goldgeprägt. Also die sind schön, ja. Ja, die gab es mal beim Action vor einer Weile. So, was haben wir hier Schönes? Bestimmt auch vom Action. Ich glaube, du hast mir sehr viel Action-Krams eingepackt, aber sehr gut, ne? Weil diese alten Action-Sachen habe ich ja noch nicht so. Was haben wir denn hier? Was ist denn das? Dekoration? Das sieht eigentlich eher aus wie meine Rohlinge für Schmuck.
Ja, werde ich wahrscheinlich auch dann für Schmuck nehmen. Kann man ja umändern, muss das ja nicht so lassen. Oder ein bisschen für aufhübschen. Cool, das ist dasselbe so. So Plaste, ne? Cool, Dankeschön. Das nimmt ja kein Ende, ihr habt das Paket gesehen, ne? So, was haben wir hier? Eine Tüte und da ist ein. Moment, hier hängt noch was dran. Schleifenband und eine Quaste in Silber. Ich weiß nicht, ob das irgendwo abgefallen jetzt ist. Weiß nicht. Ich pack das jetzt hier mit drauf, weil das passt so zusammen. Ist vielleicht irgendwo abgefallen, werden wir vielleicht noch rauskriegen. So, hier ist eine Tüte mit Herz. Vielleicht ist hier auch mehreres rausgefallen. Ich weiß es nicht. Weil hier in der Tüte ist jetzt nur ein Stempelbogen drin. Die Tüte hebe ich auf, das ist klar. Die kommt in meine Verpackungskiste. Kann man ja noch benutzen, warum soll man die wegschmeißen? Und hier ist ein Stempel und eine Stanze drin. Und das ist auch vom Action. Aber das habe ich auch noch nicht, weil das ist schon ein bisschen länger her, denke ich. Sehr cool, weil die länger, also die Sachen, die länger her sind, habe ich noch nicht. Sehr, sehr cool. Das sind sowieso Schneeglöckchen sind das hier. Ja, und hier oben so eine schöne Bordüre. Sehr, sehr cool. Finde ich immer cool, wenn da oben die Stanze dabei ist. Aber da gibt es im Moment gar nicht so viel, oder? Ja, ich muss auch sagen, dass ich gar nicht so in dieser Kiste mit den Stempeln wühle. Weil das ist so vollgestopft, da müsste man alles rausnehmen. Und oh nee, da sind immer so viele Leute da, die da sowieso schon mal wühlen. Da denke ich immer, nee, komm, lass. So. Ah, die meinte ich mit Mini. Die habe ich. Aber macht ja nichts. Die habe ich schon, weil ich finde die auch sehr, sehr hübsch. Da gab es auch das Papier, glaube ich, beim Teddy dazu. Weil das Motiv ist, glaube ich, auch in den Teddy-Block drin. Hier mit der Mickey Mouse. Da gab es beim Teddy das Papier und beim Action hier diese Anhänger. Ja, das war, glaube ich, vom Jahr. Da war ich nämlich gerade im Urlaub. Und da habe ich, das weiß ich ganz genau, und da habe ich mir den Block gekauft. Das weiß ich deswegen so ganz genau, weil hinten noch ein Block dran hing. Der war irgendwie nicht richtig ab oder. Ja, da. Habe ich dann zu Hause gemerkt, dass ich den Block zwei oder dreimal hatte. Habe mich schon gewundert, weil der so und so viel gekostet hat und so dick war, ne? Und dann habe ich gesehen, oh, du hast den dreimal, also ich habe ihn quasi zweimal, ja, so gekriegt, ne? Ihr versteht. Ja, und deswegen weiß ich, dass das ungefähr vor einem Jahr war. Ja, mein Action, das hatte, weiß ich jetzt nicht mehr. Ist ja auch völlig egal. Was man hat, ne? Kann man ja dann wenigstens mal benutzen. So, dann haben wir hier. Hat sie mir so Sticky Notes eingepackt. Und zwar, die habe ich nicht. Die gab es bei uns auch nicht. Oh, ihr seht, nichts. Gut, hier ist eins umgeknickt. Das ist ja nicht so schlimm. So Muffin, so Törtchen. Die sind wunderschön. Die hätte ich mir auch gekauft, aber die gab es hier nie. Habe ich hier nie gesehen. Ja, jetzt, ich weiß nicht, ob die jetzt in einer Packung drin waren. Ich denke mal nicht. Ich denke mal, du hast die nur alle beide da in die Packung reingepackt. Vielen, vielen lieben Dank, Melli. Die sind echt schön. Und die habe ich noch nicht. So. Eieieiei. Ich ziehe, wie gesagt, wahllos raus und mache auch mehrere Teile draus. Was haben wir denn hier? Ah, die wollte ich mir immer mitnehmen für Paper Pops und habe die, glaube, immer vergessen. Kann es sein? Für was sind die eigentlich gedacht? Nur basteln ist klar, aber für was sind die eigentlich gedacht? Also was hat der Hersteller sich damit gedacht? Oder hat er sich gar nichts bei gedacht? Man hat gedacht, die Bastler, die werden schon was mit anfangen können. Ja, kann man ja auch, ne, als Bastler. Könnten etwas länger sein, finde ich, für Paper Pops, aber ist halt cool, dass die aus Holz sind, ne? Ja, super. Kommt in die Paper Pop Bastelkiste. So, dann haben wir hier was, das könnte von Kick sein. Ne, Teddy ist es, Teddy. Und zwar sind das, ja, so Streudeko mit Tannenbäumchen. Ja, die kommen in die Weihnachtskiste, die brauche ich jetzt nicht. Aber trotzdem cool, ne? Ja, ich werde die wahrscheinlich grün malen und dann so ein bisschen verschönern, weil die gefallen mir silber nicht, finde ich. Die werde ich grün anmalen und dann vielleicht auch mit einem Twin Maker, denn vielleicht schimmert dann das Silber noch durch. Kann ja sein. Kann ich ja mal ausprobieren. Hab ja genügend, hier sind ja wie viel drin? 10. Ja, Melli, dass du das immer alles nicht brauchst, ich verstehe es nicht. Aber ich habe dir ja schon ja, gesagt, ich verstehe nicht, warum du so viel aussortierst. Und ja, aber
Na gut, manchmal, ne? Wenn man eben sagt, ach Mensch, das liegt jetzt so lange schon hier rum und ich brauch's jetzt nicht und ich habe mir jetzt, ja, so spezieller, also ich gehe jetzt so speziell jetzt so nur zum Malen und nur zum Stempeln und ich mache jetzt gar keine Pocket Letter mehr groß oder so und da reicht das, was ich habe. Verstehe ich das, dass das nur Platz wegnimmt? Geht mir ja manchmal auch so. So, hier haben wir ein Armband mit Ankern dran. Ja, ihr wisst ja, ich liebe Armbänder. Sehr, sehr cool. Hier sind lauter so Steuerräder und Anker. Ja, richtig cool. Ich glaube, es ist nur ein Steuerrad, der Rest sind Anker. Ja, ist nur ein Steuerrad. Mit so blauen Perlen und so silbernen. Diese Perlenkappen sind schön. Ja, danke, Melli. Trägst du wohl nicht? Ist der zu groß? Weil die meisten sagen ja immer, oh, nee, so ein großes Armband. So, dann hast du mir eingepackt hier so eine große. Die gab es auch beim Action und ich glaube, dass ich. Wenn, ja doch, ich habe eine gekauft und die sieht aber anders aus. Da waren andere, da gab es verschiedene, ne? Mit verschiedenen Schwachsteinen. Schaut mal, wie viel da drin ist. Das sind ja wie viel Gramm? 200 Gramm, das ist doch echt irre. Wer braucht so viel, ne? Wahnsinn. Auf die hier bin ich gespannt, auf diese Capuchon-Blumen hier, diese fliederfarbenen. Sehr, sehr cool, Melli. Dankeschön. Habe ich auch noch nicht. So, ein bisschen anders. Ich glaube, ich mache dann auch langsam mal einen Cut. Oh, hier gab es auch noch also Schneewittchen und Cinderella. Ach, hier und Belle und nee, nicht Schneewittchen. Schneewittchen. Wie heißt die denn? Dornröschen. Echt hübsch aus. Die sind echt, sehen die richtig hübsch aus, ja. Die sind echt, sehen die richtig hübsch aus. Alles klar, Dani. Die sehen wirklich echt richtig hübsch aus. So. Na, heute nicht mein Sprechtag, aber ich mache das Video trotzdem. Ja, sehr schön. Die habe ich auch noch nicht. Ich weiß gar nicht, wie viele verschiedene gibt es denn da nur. So, dann haben wir die Rosen nochmal, aber diesmal in einer anderen Farbe. Hier in so einem schönen Elfenbein- oder Vanilleton. So richtig weiß ist das nicht. Und beglittert. Beglittert und beklimmert. Also habe ich jetzt lila hier. Ach, die sind wieder anders. Ja, die sind größer hier. Ach so, dann sind das gar nicht dieselben. Aber ist ja egal. Kann man trotzdem zusammen kombinieren. So, gleich mache ich Schluss. Und dann mache ich den Teil 2. Das hier zeige ich noch. Finde ich noch raus. Hier ist eine leere Tüte. Ich vermute, hier ist was rausgefallen, Melli. Hier ist was rausgefallen. Aber es ist ja nicht schlimm. Hier ist eine offene Tüte. Und zwar mit auch solchen Rosen. Hier ist noch eine zu Tüte. Auch mit Rosen. Und das sind wieder diese kleinen Metallrosen, die so hübsch aussehen. Also, die so metallisch aussehen. Ja. Ich denke mal, dass der Rest dann noch im Paket liegt hier. Ja, die kann man immer gebrauchen, diese Blumen. Die finde ich sehr toll. Die packe ich mir auch gleich hier in die Blumenkiste. Ich muss das alles dann wegsortieren. Ich weiß gar nicht, wohin. Und hier haben wir nochmal, und die sind ja besonders toll. Die habe ich gar nicht, auch noch nicht gesehen. Oder habe ich die? Nee, die habe ich nicht. Nee, das wüsste ich, weil die sind wirklich sehr, sehr hübsch. Die sind so pastellfarben. So ein ganz leichtes Rosa und dann hier ein bisschen dunkleres Rosa und dann das Weiß. Also die sind echt schön. Ja, das wäre auch das Richtige so passend, ne, für so eine Hochzeitsdeko. Könnte man, ja, finde ich, wenn man für Hochzeit so ein bisschen bastelt, irgendwie schön was mit anfangen. Die gefallen mir sehr gut. Und hier lag jetzt noch was Kleines rum und, oh Gott, das sind Stickerflakes. Das sind Stickerflakes. Aber die wollen nicht aufgehen. Ja, die kommen eher in meine Kawaii-Kiste, deswegen werde ich die jetzt mal aufreißen. Werde es zwar gleich wieder bereuen, ne, weil alles jetzt hier rumliegt, aber ich räume danach eh erstmal weg. Die gehen wir mal ganz schnell durch, weil ich glaube, das sind auch viele. So, hier ist Totoro und hier dieser Hamster oder was das sein soll. Das sind aber so Totoro. Ach, hier ist noch eine Schnecke.
Eine kleine Schnecke. Dann war hier noch drin ein Stern. Der klebt jetzt aber hier unten. Ja. Ist der jetzt hier rausgefallen oder? Auch das ist ja niedlich. Was ist das denn? Oh, jetzt kommt die Sonne ein bisschen raus. Ich glaube, jetzt wird es hier ein bisschen heller im Video. Auch nochmal Totoro. Oh, die sind ja so klein, die kann ich gar nicht richtig anfassen. Mit den blöden Nägeln. Ja, das ist alles Totoro hier. Süß. Ganz viele Totoro. Ja, der Totoro das Ungesicht aufgesetzt. Das ist ja auch cool. Hier ist nochmal so eine Schnecke mit so einem Bärchen. Nochmal Totoro und das hier ist. Ja, nochmal so verschiedene Viecher. Halt alles so Kawaii-Viecher. Ach, hier geht's ja noch weiter. Nochmal so Hamster. Ich vermute, dass es ein Hamster ist. Ich weiß nicht. Oder es ist eine Katze. Dicke Katze kann das auch sein. Oh, die sind so klein, ne? Die Stickerflex-Summe. Auch wieder ein Hamster. Ich sag jetzt einfach mal Hamster dazu. Hamster und Totoro. Der klebt an mir. Nochmal Totoro. Und hier nochmal so Totoro und Hamster. Sehr, sehr cool. Ja, die werde ich, wie gesagt, in meine Kawaii-Kiste packen. Und hier haben wir nochmal so rundere. Bisschen größere. Oh, so süß. Ja, solche habe ich auch, aber ich glaube nicht von Totoro. Ich glaube von irgendeinem anderen Viech. Oder habe ich da von Totoro was? Also ich habe Totoro Stickerflex, aber andere glaube ich wieder. Aber hier finde ich ihn ja besonders niedlich, wie er da guckt. Was haben wir hier noch? Mit Schirm. Oh, das sind so viele. Ah, was haben wir hier noch? Oh, kann ich gar nicht erkennen. Ach, hier so, und da sind die so übereinander auch süß. Hier ist auch noch mal. Also fast alles Totoro, Melli. Super. Ah, Totoro ist so niedlich. Hier nochmal dieser Katze, Hamster, wie auch immer. Dieser Katze, Hamster, wie auch immer. Oh Mann. Ja, verzeiht mir heute bitte. Wahrscheinlich habe ich nicht gut geschlafen. Ich weiß es nicht. So, jetzt habe ich alle. Und die werde ich, wie gesagt, gleich wegpacken. Sonst fliegen die hier alle rum. Ihr seht ja, ein ganzer Handvoll. Totoro und Hamster, Katze. Melli, vielen, vielen lieben Dank dafür. Wie gesagt, sowas, ja, das ist immer sowas Besonderes, diese Stickerflakes und diesen ganzen Kawaii-Kram. So, wir machen jetzt erstmal, ich räume das jetzt erstmal weg und dann gibt es Teil 2. Ich weiß nicht, wie viele Teile es werden. Ich denke mal 3 oder 4, vermutlich. Ich weiß es aber nicht. Vielleicht komme ich auch mit 2 oder 3 hin, aber ich denke mal eher so 3 werden es. Ja. Wir sehen uns dann im nächsten Teil. Bis dann. Tschüssi.